Hallo, meine Lieben. Ja, ich lebe noch und erstmal sorry, dass jetzt so lange kein Video mehr kam. Ja, ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Handy. Es zeigt mir immer noch einen vollen Speicher an und es nervt mich tierisch. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich jetzt wahrscheinlich in Zukunft meine Videos etwas kürzer gestalte, nicht mehr ganz so viel plapper. Das dürfte den einen oder anderen freuen. Und ja, der Grund zu diesem Video hier ist, wie man ja schon am Titel lesen kann, ein gesamtes Collection-Update-Video. Denn mein Mann und ich, wir haben nämlich am Samstag unser Schlafzimmer komplett auf rechts gedreht. Also da steht jetzt nichts mehr so, wie es mal war. Auch unsere Sammlungen, beziehungsweise hauptsächlich meine, steht nicht mehr so, wie es war. Wir haben auch ein paar Figuren vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer und andersrum gestellt. Also da ist jetzt komplett alles anders. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal ein kleines Update und werde mich dann mal in den nächsten Tagen, Wochen dran setzen und mal die ganzen Reviews, wie von meinen DVD-Volumes etc. pp. Noch nachholen. Und ja, also das hier ist erstmal meine Attack on Titan-Ecke, ganz wichtig. Hier auf der Seite schlafe ich, also passt es ganz gut, dass hier Levi mich bewacht sozusagen. Ich habe hier mein Wallscroll, meine Poster, meine Autogramme, alles, was ihr ja schon so von mir kennt, was ich so besitze, habe ich jetzt hier aufgebaut. Mein ja, Glas-Levi nenne ich ihn jetzt mal, der hat auch jetzt einen besseren Platz bekommen. Und ja, hier unten geht es dann noch weiter mit Attack on Titan. Hier auch. Hier sind meine DVDs jetzt und meine Figuren. Also der Eren gehört meinem Mann. Der Schlüssel gehört aber mir. Und ja, hier ist dann noch die Fahne, die ja bei der ersten Volume von der dritten Staffel dabei war. Die habe ich jetzt genommen, um ein bisschen was zu verdecken, was man halt nicht so sehen soll. Also so noch die Karten von der Hochzeit, so die wir geschenkt bekommen hatten und so. Ja, dann eine Tasche weiter unten habe ich dann noch hier meinen Jean. Ich habe übrigens jetzt den dicken Jean-Manga. Wie gesagt, wenn ihr trotzdem mal ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt, was ich mir so hole, was bei mir so abgeht, bei Instagram lade ich eigentlich alles hoch, was ich so neu habe. Ja, hier sind dann noch eben meine Monster High Püppis. Hier unten habe ich dann noch ein bisschen Dragons. Hier neben meinem Nachttischchen ist auch noch ein bisschen Dragons. Und ja, hier oben geht es dann noch weiter. Also wir haben hier Mangas, Inuyasha, hier noch Figuren, die gehören meinem Mann von One Punch Man. Dann meine Sword Online Mangas. Auch hier oben mein Funko Sesoma, den ich mir auf dem Comicpark gekauft habe. Dann hier mein Lupin, die beiden DVDs. Der gehört, glaube ich, meinem Mann und der gehört mir. Dann meine Mangas von Detektiv Conan und Kaido Kid. Also das sind eigentlich alles hauptsächlich meine Mangas, außer hier die von Legend of Zelda. Und das Schwert gehört alles meinem Mann. Und die Mangas gehören eigentlich alle mir. Also hier Bibi und Mio, Death Note, Shaman King, da muss ich auch weiter kaufen. Und ja, hier ist mein Senku, den habe ich auch neu. Ich habe endlich eine Senku-Figur. Dann hier meine Dr. Stone-Mangas, In Zero, Demon Slayer. Hier ist mein Kaido Kid. Hier mein Conan auf der anderen Seite. Dann, ja, unten steht, da ist dann noch Hunter Hunter. Hier mit dem Poster schön in der Mitte. Ich habe jetzt auch übrigens die DVDs komplett. Und ja, habe noch ein bisschen alles hier schön aufgestapelt. Hier ist der Aufsteller schon wieder runtergefallen. Und ja, genau. Aber wie gesagt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann kann ich euch gerne. Also dann schaut gerne bei meinem Nati Otaku Instagram-Account vorbei. Da halte ich euch wirklich auf dem Laufenden. Dann habe ich hier mal Frozen. Ich habe hier auch ein bisschen umgebaut. Dann geht es auch noch weiter mit meinen Mini-Disney-Figuren. Und dann hier noch weiter mit Miraculous und noch meinen Plüschis von Frozen. Ich habe aber noch eine vom Disney Store, aber die habe ich, glaube ich, auch hier, ne? Die müsste auch hier unten sein. Ach, da ist sie. Da ist Elsa vom Disney Store. Und ja, dann habe ich hier noch meine anderen Püppis. Und natürlich hier auch noch ein bisschen, ja, Toy Story. Hier ist mein Schloss. Bilder und hier noch Poster und von weitem sieht das Ganze so aus. Also wir haben uns eine richtig schöne ja, Hobbywand hier gebaut. Also ich habe das alles eingerichtet. Mein Mann hat nebenbei noch unsere neuen Nachtschränkchen
ja, aufgebaut und ich habe hier alles dekoriert und aufgestellt. Also ich finde, es schaut richtig geil aus. Und ja, so seid ihr ein bisschen hier auf dem Laufenden. Und wie gesagt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, auf meinem Instagram-Account Natiotaku könnt ihr verfolgen, was ich neu habe. Da tue ich auch ein paar Detailbilder hochladen, alles. Und mache schon so halbe Reviews eigentlich. Und aber ich schaue jetzt, dass ich den nächsten Monaten, ja, also Woche, beziehungsweise Wochen, mal so die ganzen Reviews nachhole, wie jetzt eben von meinen Volumes von Hunter x Hunter, die ich noch machen muss, von meinen Attack on Titan Volume von der zweiten, dass ich halt, ach so, die Figuren mal hier von Senku und so reviewe, dass ich das euch einfach mal zeige und dass einfach mal wieder ein bisschen Leben auf meinem Kanal herrscht hier. Und ja, meine Lieben, dann hoffe ich, euch hat dieses kleine spontane Video gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye!